Oh. Als landen wir hier unten. Okay. Ich meine, ist klar, wenn man sich nach unten gräbt, dass man dann nach unten kommt. Aber hier sieht es jetzt nicht so aus, als wenn hier irgendwas Besonderes ist. Wir setzen mal hier eine Fackel hin. So. Dann können wir hier ein bisschen buddeln. Kohle abgrasen. Redstone. Bis die Spitzhacke glüht. So rot wie das Redstone selbst. Wir haben jetzt noch 2 Diamanten zu Hause, 6 in der Tasche. Naja, naja. Es wird noch nicht ganz reichen, also 8 Diamanten. Ich möchte mir zumindest eine neue Spitzhacke machen. Eine Diamantschaufel ist totaler Blödsinn. Brauchen wir jetzt so gesehen nicht. Diamantschwert haben wir auch erstmal. Man könnte sich höchstens noch mal eins machen, was dann ordentlich verzaubert ist, aber das eilt ja nicht. Rennt uns ja nicht weg. Und so wie das jetzt ist, ihr habt ja gesehen, ich muss jetzt vom Creeper nicht mehr ständig hier Hit-and-Run-mäßig draufklatschen, wegrennen und so. Sondern kann ihn einfach direkt hauen. 3-mal. Dann ist der tot. Dann ist er weg vom Fenster wie so ein Stalker. So. Okay. Die Kohle nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir schon mal guten Stack wieder zusammen. Damit kann man doch schon mal arbeiten. Ich würde sagen, wir graben uns mal hier durch. Irgendwo muss das ja auch hinführen. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ich weiß es nicht. Ist immer noch hell. Durch die Lava wahrscheinlich. Mal hier kommen wir rüber. Da ist nochmal Redstone. Schon wieder Level 20. Wenn wir hier rauskommen, sind wir Level 100. So wie letztes Mal. Fast Level 40 gewesen, glaube ich. Ist unser Inventar schon wieder voll. Die Spinnung brauchen wir jetzt nicht. Eisen nochmal. Ich glaube, hier kommt nichts mehr, oder? Erleuchten. Dann grabe ich mich mir gerade durch. Irgendwo müssen wir ja hinkommen. Oder auch nicht. Okay, gut, hier ist nichts. Dann möchte ich auch nicht mehr weiter graben. So. Dann gehen wir auf jeden Fall hier wieder hier hoch. Und dann schauen wir mal, was da so los ist. Nix. Nix ist immer schlecht. Außer ein bisschen Eisen. Eisen brauchen wir jetzt so gesehen noch nicht wirklich. Da haben wir ja fast einen guten Stack noch zu Hause. Man kann jetzt schon fast zu Hause sagen. Zu unserem Häuschen. Zu unserer kleinen Residenz. Aber die wird noch episch. Bis jetzt sieht sie noch aus wie Arsch, aber dann später wird das geil. Wird das richtig geil. Hoffe ich zumindest. Wie es denn am Ende aussehen wird, das werden wir natürlich in Erfahrung bringen. Und wenn es kacke aussieht, bringen wir es halt alles nieder. Nee, Quatsch. Wird schon aussehen. Hoffe ich. Ich weiß es noch nicht genau. Was ist denn hier los? Gold-Kohleteppich mit einem Skelett und Lava. Na komm her, die Knochen nehmen wir natürlich mit. Vielleicht finden wir noch eine kleine Familie für unseren Huni. Das wäre geil. Er ist ja nicht mehr so alleine. Ich meine, wir brauchen ja bloß 2 und dann können wir die ja nach Belieben sich fortpflanzen lassen. Machen wir so eine kleine Hundezucht auf. So ein Kohleteppich ist auch was Schönes. Und es gibt ja jetzt auch Kohleblöcke, habe ich gesehen.
Unser Inventar ist schon wieder voll. So, lassen wir denn jetzt hier die Feen. So. Die Kohleblöcke sehen ja dann, glaube ich, so aus. Okay, da brauchen wir eine Werkbank für. Schade, schade, Schokolade. Oder Kohle in dem Fall. Dann rennen wir hier mal hin. Aber hier ist auch nichts weiter. Ja, nur Kohle. Man könnte ein bisschen rumbuddeln, aber das wollen wir jetzt nicht. Den Kohleteppich lassen wir mal in Frieden. Hier ist ein bisschen Gras. Jetzt wollen wir mal was zum Rauchen brauchen. Das reimt sich. Oh, das ist wieder lustig. Naja. Gut. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Waren auf dem Weg. Oh Mann. Hier ist eine Sackgasse. Wo sind wir hergekommen? Von oben vielleicht? Nee. Dann ging es hier irgendwie lang und dann hier. Dann so. Ja, hier runter sind wir doch dann wieder hier in der Sackgasse gelandet. Verarschen! Ich glaube, wir kamen. Hallo? Aua. Aua. Wer gehört, dass so ein Creeper ganz schlecht wieder rauseitern soll? Genau, hier war der Kohleteppich. Ich glaube, wir mussten hier hoch. Ich glaube, hier sind wir hergekommen. Aua. Zu knapp. Ja, genau. Und dann sind wir hier runter. Hauen wir uns mal noch ein Brötchen rein. Da ist noch so ein Zombie-Man. Eine Pflaster auf den Augen. Ja, okay, muss halt jeder selber wissen, ne? Ob man das jetzt hübsch findet. Hier haben wir uns lang gebuddelt und nichts. Aber wie ging es dann weiter? Hier? Nee. Hier war ja nichts weiter. Ich glaube, wir haben uns komplett verlaufen. Genau, wenn wir jetzt hier nämlich rübergehen und auf die andere Seite hopsen, dann landen wir wieder da. Da sind wir auf jeden Fall. Ah, hier. Vielleicht von hier. So. Genau. Ich bin wieder in den großen Höhlenabschnitt. Da waren ja nun wirklich viele, viele, viele Abzweigungen. Wo wir noch hätten was finden können. Ah, der Rauchhusten. Nee, Quatsch. Dafür bin ich dann doch noch etwas zu jung. Vor allem rauchen. Wir rauchen ja alle gar nicht. So, da ist nochmal Gold. Und da hinten ist dunkel. So, haben wir nochmal ein bisschen Gold. Was haben wir denn jetzt an Gold? 26. Ja, ist jetzt nicht die Welt, aber auch nicht gerade wenig. Das da sieht vielversprechend aus. Oh. So. Die verkackten Fledermäuse, da ist auch dunkel. Hier ist überall dunkel. Moins. Oh, kopflos. Ja, das Gehirn, das brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja schon eins. Mini-Zombie. Oh, hier ist ja richtig viel Gold jetzt. So. Da ist noch so ein Vieh. Oh Gott. Klick, 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 um dein Leben. So. Ernsthaft, im Schlüppi. Und so stellte er sich dem Monster-Armee. Alter, was ist denn hier los? Zombie und Skelettknopf, Kopf. Jetzt habe ich es. Kopf. Alter Schwede. Das war jetzt aber ein schön knappes hier. Dann gehen wir hier hoch. In die Höhle des Löwen. Da ist noch ein Skelett und da ist noch ein Arsch viel Gold. Oh, drei Skelette. Ist klar. Komm, tschüss.
Hau ab. Lauf. Mein Leben, nicht in die Lava. Erstmal durchatmen hier. Boah. So. Jetzt ist aber Ruhe hier. Den Bogen möchte ich gern haben. Was lassen wir dafür hier? Das Schwarzpulver. Ja, ist bloß ein stinknormaler Bogen. Oh. Da ist der verzauberte Bogen. Den nehme ich natürlich eher mit. Auch Stärke 1. Super. Naja. Schon was essen. Das Gold würde ich schon gerne noch mitnehmen, ne? Das wäre schon ganz praktisch. Kann man eigentlich einen verzauberten Bogen mit einem normalen Bogen reparieren? Alter! Fast tot. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, 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 oh. Nein! Ich bin runtergefallen, verdammt. Das ist noch ein Skelett. So, schnell hier einmauern. Puh. Puh. Alter Schwede. Das war knapp. Oh, ich bin richtig aus der Puste jetzt. Das ist unglaublich. Jetzt wäre ich selber gerannt. Oh. Erstmal wieder ein bisschen. Mal gucken, wie wir aussehen. Oh nee. Mal gucken, ob man ihn jetzt so operieren kann. Kann man, aber dann ist die Verzauberung weg. Ja, wir haben ja noch unseren verzauberten Bogen. So. So. Kann man hier oben das Holz mal wieder abbauen. Da warten sie schon. Haha. Haha. So, dann bauen wir hier mal das Holz wieder ab. Nehmen wir mit, ist unseres. Hier, Redstone. Jetzt können wir uns auf jeden Fall wieder ein bisschen vorwärts bewegen. Oh, Level 25 schon. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir schon. Hier will ich nicht hin. Wo sind wir denn überhaupt hergekommen? Von hier oben? Ja, von hier. Und da ist dunkel. Zwischenzeit dazwischen. Hä? Und wo denn? Ach da. Pfeile haben wir jetzt eigentlich auch schon ein paar, ne? So 41 Stück. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Hier ist nochmal Gold. Eins. Ein Gold. Das ist der Wahnsinn. Ist ja gar nicht wohin mit so viel Gold. Okay. Wo kommen wir jetzt hier hin? Das endet bestimmt wieder in einer keine Sackgasse. Hier ist ein Eisenteppich. Cool. Vorher hatten wir noch einen Kohleteppich. Jetzt haben wir einen Eisenteppich. Hier ist nochmal Gold. Gold ist was Feines. Da kann man denn schöne Sachen draus machen, wie zum Beispiel Antriebsschienen. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Da es in diesem Let's Play nicht bei einem Haus bleiben soll. Allerdings wird das andere dann ein bisschen anders. Deswegen ist es ja auch das andere Haus. Erstmal bauen wir das eine, dann bauen wir das andere. Und dann haben wir das eine und das andere Haus. Und dann können wir die dann miteinander verbinden. Oder mal schauen, vielleicht. Ja, doch. Müsste klappen. So, Fackel rein. Lava weg. Und dann... Ist da schon wieder eine Fledermaus? Können wir uns anschleichen? Können auch hinrennen. Stirb. So.
Oh, ich dachte eben noch, oh, da geht's aber tief runter. Nicht, dass wir da runterfallen. Bumm. Ich kann auch keine Dias von hier aus machen. Ausmachen. Tschüss. Tschüss. Ruhig mal die Creeper ein bisschen für mich arbeiten lassen. So. Vor allem rennen so viele Monster rum. So. Können wir die Monster ruhig mal für uns arbeiten lassen. Wir haben keine... Scheiße, wir brauchen... Wir brauchen Kohle. So. So. Dann haben wir wieder ein paar Fackeln. Was ist hier? Warum leuchten das hier so? Hä? Hier ist doch gar nichts. Oh. Was war das denn? Kriege ich schon voll die Paras. Wenn wir jetzt hier keine Diamanten mehr finden, dann hauen wir wieder ab. Gehen wir nach Hause. Wir haben ja 6 Diamanten. Beziehungsweise mit den 2, die wir zu Hause haben, haben wir dann 8. Das ist dann zwar nicht die Welt, aber gut, das wäre dann nochmal ein Grund, eine kleine Höhlentour zu machen. Irgendwann. Mir wurde ja nun schon öfters gesagt, dass ihr da voll... Slime. Voll Bock drauf habt. Überlegen, ob wir die Schleimbälle... Komm, wir nehmen die Schleimbälle mal mit. Was lassen wir denn jetzt hier? Kartoffel. Hä? Auch von da. Sniper-Duell. Zack. So. Ist doch gerade jemand runtergefallen. Ja, ach da. So, tschüss. Feierabend. So, Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Nochmal wieder aufs Neueste. Oh, ist immer ein bisschen mehr. Das erfreut mein Herz. Wenn wir mal ein bisschen mehr Kohle, Holz, Gold finden. Genau, jag mal alles in der Luft. Creeper, Fohl, Furzkopf, Vieh. Aber jetzt sind wir schon wieder irgendwo, wo wir nicht sein wollen. Wir sind, glaube ich, auch schon wieder viel zu hoch. Also hier werden wir, glaube ich, keine Diamanten mehr finden. Das Gold nochmal. Was wir an Gold mitnehmen, ist ja unglaublich. So. So. Also Gold ist jetzt eigentlich keine Mangelware hier, habe ich das Gefühl. Aber wir werden halt auch eine Menge davon brauchen. Redstone gewesen. Die Erde machen wir mal hier wieder rein. Zack. Sieht doch lustig aus. Was wollte ich denn jetzt machen? Schon wieder das Lied. Aber ich kann die Musik mal ein bisschen lauter machen. Weil ich höre nämlich gar nichts mehr davon. Und unsere Spitzhacke wird auch bald wieder einen Abflug machen. Dann haben wir nur noch eine. Ja, eine Spitzhacke. Schaufeln dagegen haben wir noch fast gar nicht gebraucht. Hier waren wir überall schon. Kohle ohne Ende. Haben wir denn noch Kohle? Ja, über den Stack. Das ist schon mal sehr angenehm. Ah, hier. Slime. Und dann machen wir hier genau... Genau, hier waren wir stehen geblieben. Bis uns dann das Skelett dazwischen gefunkt hat. Drecksvieh. Ha.
Haha, nicht getroffen. So ein Noob Creeper. Mensch, learn to play. Learn to explode. So, das war unser letztes Brötchen. Dann machen wir uns jetzt mal weiter mit Äpfeln. Wir sind noch gesund leben. So. Komm, wir gehen mal hier so runter. So. Aber hier waren wir halt überall schon. Das ist nicht so geil. Oh, hier waren wir noch nicht. Also hier waren wir bestimmt auch, aber wir sind bestimmt super an einem Gold vorbeigerannt. Hammer. So. Das war die Spitzhacke. Dann müssen wir uns dann bald eine neue organisieren. Aber nicht so schlimm. In weiser Voraussicht Diamanten haben wir ja alles mitgenommen. So, bauen wir hier einfach so zu.